von Goalistic gehittet. Ja, jetzt freue ich mich. Jetzt kommt gleich ein Gast hier zu mir. Jetzt bin ich schon auch ein bisschen aufgeregt, weil ich finde, er ist der coolste Moderator, den es gibt. Ist aber auch vom Mann her so ein Typ Mann, der ich gern sein möchte. Ne? Wenn man bei Men's Health, dieser Zeitschrift, alle Fragen richtig beantwortet, kommt immer Markus Schreie raus. Ne? Und deshalb ist Markus Schreie jetzt gleich, hoffe ich, dass er gleich mal klingelt, bei mir zu Gast. Er hat schon alles moderiert. Hallo, wer ist Deutschland? Hallo, wer ist der Superstar? Who can dance? Who can dance on ice? Alles hat Markus Schreie gemacht. Und er hat immer alles richtig gemacht. Das finde ich so faszinierend an ihm. Ne? Und wenn man in seinem Leben nicht so enden will wie Harry Robold oder Jörg Kachelmann, dann muss man so sein wie Markus Schreie. Oh, es klingelt! Das wäre cool, ich summe jetzt mal die Tür auf. Und dann ist Markus Schreie jetzt nämlich gleich bei mir in die Treppe hochgelaufen. Ist. Da ist er! Markus Schreie von mir zu Hause! Tag, Uwe! Das finde ich cool! Hallo, Markus. Darf man dich umarmen? Das finde ich echt cool. Du gehst ja ran, ne? Aber du siehst noch viel cooler aus als im Fernsehen. Ja, du doch aber auch. Zeig mal in echt. Ja. Cool. Und auch viel. Ich hab gedacht, du bist größer. Ja, leider ja nicht, ne? Muss man so groß sein wie du, damit man Men's Health alle Fragen, wenn man alle Fragen richtig beantworten kann, also damit man ein richtig cooler Mann ist, muss bei man dann groß sein? Bei Men's Health alle Fragen richtig beantworten. Also wenn man ein richtig cooler Mann sein will, muss man dann so groß sein wie du oder kann man auch dann so kleiner Nein, sein? Nein, Tom Cruise ist ja auch cool und Tom Cruise ist klein. Und findest du das echt so ein bisschen wie Tom Cruise? Du bist mehr als Tom Cruise, du bist cooler als Tom Cruise. Ja, ja. Weil ich ein bisschen größer bin. Hast du es mitgebracht? Ja, ich habe dir was Schönes mitgebracht. Cool. Pass auf, also ich war jetzt so ein bisschen unterwegs, aber ich habe gedacht, magst du Kuchen? Ja, geht. Magst du selbstgemachten Kuchen? Ja, geht. Ich habe dir einen Kuchen gebacken. Ja, aber meistens wird mir schlecht von Kuchen. Freu dich jetzt mal, ich habe dir einen Kuchen gebacken. Ja, das ist noch, also als Geste finde ich das jetzt ganz okay. Ich finde das super, ja, weil ich habe Hunger auf Kuchen. Als Geste ist es okay, aber mir wird meistens vom Kuchen immer so ein bisschen... Tada! Ja, weiß ich jetzt nicht. Wollen wir mal probieren? Hast du den selber gemacht? Ich habe den selber gebacken, ja. Und wie ging das? Kann ich cool, die Tüte ist cool. Kann ich die behalten? Ja. Die ist cool, die Tüte, danke. Die finde ich echt cool. Was für ein Machwerk! Da kann ich euch gut verstehen, wenn ihr weiter gucken wollt. Und das ist ganz neu, ganz irre bei YouTube, was jetzt passiert. Pass auf, ihr könnt nämlich jetzt, früher musste man selber auf den Leisten suchen, welchen Clip gucke ich jetzt, aber jetzt, ich zeige es euch einfach. Wir können jetzt, ganz neu, ihr könnt jetzt einfach hier raufklicken, direkt im Player hier rauf, da seht ihr den nächsten Clip. Oder ihr könnt hier raufklicken, seht ihr was ganz Neues. Also ähnliche Melodie, aber anderer Song. Und das hier ist der Abonnement-Knopf. Kostet euch nichts. Könnt ihr aber abonnieren, habt ein Abo. Schicken wir euch immer die Videos frei Haus. Ich mir ausgedacht. Ganz neu bei YouTube, dass ihr das so machen könnt jetzt. Aber ihr müsst euch auch entscheiden. Ich habe die Zeit noch nicht gepachtet.